Hi Leute, heute möchte ich euch mal den Schaltregler nochmal vorstellen. Ich habe eine kleine Änderung gemacht. Den Schaltplan dazu verlinke ich unten, den Schaltplan vom letzten Video und das Schaltplan-Video. Ich habe nur von dem Pin, der den Spannung misst, von den 1 Kiloohm auf den TL494 noch um 470 Ohm Widerstand nach Masse gemacht. Dadurch habe ich einen Spannungsteiler von 1 zu 2 aufgeteilt etwa. Und ich kann mit dem Porti dann jetzt nicht mehr bis 5 Volt einstellen, sondern bis 15 Volt. Das habe ich gemacht, weil ich gerne so eine Loop-Akkus und so aufladen tue. Und 5 Volt reicht für 4 Akkus nicht mehr. Da brauche ich mehr. Jetzt habe ich das mal auf 14 Volt eingestellt. Hier, Voltmessung, 14,03 Volt. Aufnehmen tut jetzt 16,2 Volt und erst mal 0 Ampere. Weil der Schaltregler quasi im Leerlauf läuft. Jetzt werde ich mal gucken, wie viel Ampere dass da jetzt rauskommen. Ich habe das Labornetzteil hier auf 200 mA begrenzt. Dazu stelle ich das unten auch mal auf 20 Ampere. Und ich muss jetzt von der Voltbuchse zur 10 Ampere Buchse messen. So, dann stecke ich mal ein, Funken tut schon mal. Ich habe 5 Ampere. Und hier 16 Volt, 0,20 Ampere. 200 mA kommen rein. Und 5 Ampere kommen raus. Das ist ja schon mal toll. 5 Ampere kommen raus. Also wenn ich Spannung messe, messe ich 14 Volt. Und wenn ich Strom messe, kommen 5 Ampere raus. Und das hier, das bleibt alles ziemlich kühl. Tja, schon toll so ein Schaltregler. Also 16 Volt Eingangsspannung, 200 mA. Und hier Amperemeter dran, direkt Amperemeter an der Schaltung und ich habe 5 Ampere, die rauskommen. Und es funkt auch ganz schön. Ich kann das so auch mal probieren. Ups. Das sind echt 5 Ampere. Obwohl das da auf 200 mA begrenzt. Und wenn ich den Strom messe, ich messe den Strom mal nochmal. Das eine auf COM rein, das andere auf die 10 Ampere Buchse. 5 Ampere, 5,34 Ampere, wenn ich richtig dran bin mit der Klemme, 5,3 Ampere, obwohl hier nur 16 Volt und 200 mA reinkommen. Nutzen tue ich das Ganze, um Akkus zu laden, um Akkus effizienter zu laden. Dazu habe ich hier 4 Eneloop-Akkus da rein. Eins stecke ich auf Minus an, eins auf Minus. Minus, Plus, Minus, Plus, Minus, Plus, Minus, Plus und hier auf Pluspol dann das hier. Dann lädt das auch nur mit 200 mA, 16 Volt, 200 mA kommt rein. Und die Akkus, die kriegen aber mehr als 200 mA. Die werden mit mehr als 200 mA geladen. Die kriegen jetzt gut ein halbes Ampere, wenn nicht noch mehr. Also Schaltregler ist eine schöne Sache an sich. Jo. Also ich habe die einzige Änderung, die ich gemacht habe, das ist hier ein 470 Ohm Widerstand auf Masse, sodass ich hier von 0 Volt bis 15 Volt einstellen kann, statt von 0 bis 5. Weil ich hier 470 auf Masse und 1 Kiloohm weiter habe. Ja, dann hier habe ich noch einen Kondensator parallel zur Diode gemacht. Das verringert die Hochfrequenzstellungen beachtlich. Es ist ein 10NF, den ich parallel zur Diode gemacht habe. 400 Volt 10NF Kondensator und von Plus auf Minus auch nochmal ein 10NF und den Elko ein bisschen gebrückt. Ja, eine schöne Sache. Der Schaltregler regelt auch immer auf konstante Leistung, das heißt er lässt die Spannung hier nur auf höchstens 16 Volt zusammenbrechen, also selbst wenn ich da Kurzschluss mache, 15,9 Volt, 210 mA oder wenn ich den Akku laden tue, auch 16 Volt, 210 mA. Also ich habe das Potti auf 16 Volt eingestellt, sodass die Eingangsspannung nie weiter als 16 Volt zusammenbricht. Und am Ausgang, habe ich dann jetzt 14 Volt eingestellt, dass die Spannung bis 14 Volt hochgeht, aber das halt wie soll ich sagen, wenn ich da jetzt Kurzschluss mache, fließen mehr als 5 Ampere. Obwohl hier auch nur jetzt 210 mA fließen. 16 Volt, 200 mA. Aber das wird schon ziemlich warm hier.
Wenn ich dann wieder um den Gurtschluss mache, das Teil transformiert mir quasi. Ja, okay.